Marc Rieder, ziemlich dicke Pille, die man da heute Abend entgegennehmen muss gegen EHC Fisch. Nach zwei Drittel führt man mit 13-0 und am Ende des Matches stehen wir hier mit einer 13-5 Niederlage. Wie hast du das Ganze erlebt heute, nach der ersten Minute jetzt? Ja, es ist ein peinlicher Auftritt von unserer Mannschaft. Unerklärlich, es ist eine Frechheit gegenüber jedem Fan, der heute ins Stadion gekommen ist und ja, da Eintritt gezahlt hat. Erklären, ja, schwierig. Der Trainer muss jetzt eine Lösung finden. Sie sind gefordert, die Mannschaft ist gefordert. Das Setzungsauftreten ist inakzeptabel. Es wird auch nicht toleriert. Ja, die Mannschaft und der Trainer sind gefordert. Und um das geht es jetzt. Vor allem gerade im Anblick auf morgen aufs Derby. Das heißt, morgen ist Derby. Jetzt ist man eigentlich zurückgeschaut. Jetzt in Thurgau nicht unbedingt ein glücklicher Match. Eine grosse Enttäuschung. Was ist los momentan mit der Mannschaft, dass sie es nicht können, umsetzen können? Man hat viel gerecken nach dem Thurgau-Match. Und jetzt ist es wieder nicht aufgegangen. Immerhin hat man gute Ansätze gehabt am Anfang. Ja, man hat Ansätze gehabt. Wir haben 3-0 geführt. Wir haben 40 Minuten haben wir eigentlich einen, würde ich sagen, einen guten Match gespielt. Und nachher haben wir das erste Gegengol bekommen. Und dann sind wir zusammengefallen in ein Kartenhaus. Ja, ich finde auch, geredet hat man genug, du hast es richtig gesagt. Es ist wirklich jetzt daran, Taten zu sprechen und auf gut Deutsch gesagt, mal den Finger aus dem Arsch rauszunehmen. Den Finger kann man morgen aus dem Arsch rausnehmen. Ich kann gerade reagieren, das ist vielleicht das einzige Positive daran. Aber morgen muss tatsächlich eine Reaktion kommen, jetzt nach, ja, man kann es fast nicht anders sagen, nach drei desolaten Auftritten, schlussendlich. Ja, nein, das auf jeden Fall. Die hat schon gegen die Tour gegangen, die Reaktion. Sie hat heute oben kommen. Sie muss jetzt einfach kommen und es gibt nichts anderes. Also wir hoffen, der AC Alten kann morgen wirklich die Reaktion zeigen. Marc Rieder weiterhin für Erfolg. Merci.